Hallo alle. Heute möchte ich über die Zeitung sprechen, der ich am meisten vertraue und die Zeitung, der ich am wenigsten vertraue. Und es ist beides dieselbe Zeitung. Es ist nämlich beides die Epoch Times. Allerdings ist es nicht dieselbe Ausgabe, ja? Die Zeitung, der ich am meisten vertraue, ist die englische und die chinesische Ausgabe, beziehungsweise chinesischsprachig. Es ist natürlich keine Zeitung aus China, aber es gibt sie vor allem in Chinesisch und es gibt auch eben eine englische Version davon. Und die sind echt super und auch die Versionen in allen anderen Sprachen sind echt super, bis auf die deutsche. Ja, deswegen ja, ist nehmen wir mal die englische, weil Chinesisch kann ich nicht so gut und ihr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen nehmen wir die englische als Beispiel, ja? Und die englische finde ich ist wirklich die englischsprachige Epoch Times ist wirklich ein gutes Beispiel, finde ich, für eine wirklich gute Zeitung mit objektiven Berichten. Und die deutsche Version ist das genaue Gegenteil. Die deutsche Version wäre mein Negativbeispiel. Ja, also ich finde das auch sehr interessant. Ja, zum Beispiel letztes Jahr, als das war mit Hillary Clinton und diesen ganzen Fake News, die über sie aufgetaucht sind. Wobei, man weiß es natürlich nicht. Ja, ist da irgendwie was dran oder sowas? Ja, aber eine Sache, wo es sicherlich totaler Schwachsinn war, also ich bin, ihr merkt, ihr habt vielleicht mein Video, ja, wo ich gesehen, wo ich mich über Hillary Clinton lustig mache, ihr merkt, ich bin kein Freund von Hillary Clinton, aber trotzdem halte ich manche dieser Sachen, die da letztes Jahr im Laufe der Kampagne und so über sie verbreitet wurden, ja, also manches davon war wirklich Fake News, ja, ich meine wirklich, auch wenn man Hillary nicht mag und auch wenn man wirklich glauben will, dass sie ein böser Mensch ist, manches dieser Sachen war einfach ausgemachter Schwachsinn und es war einfach offensichtlich, ja, ja, und eines dieser Fake News über Hillary war diese Sache mit Pizzagate. Ja, nämlich, dass Hillary Clinton in Wirklichkeit, also das ist so schwachsinnig, ja, also wenn ich es jetzt nicht richtig wiedergebe, egal, aber so ungefähr war es, ja, weil es ist eh sowas von irrsinnig, ja, jedenfalls, dass es da irgendwie so einen pädophilen Ring gibt in einer Pizzeria, in einem Keller von einer Pizzeria, die in Wirklichkeit überhaupt keinen Keller hat, aber ja, das ist ja die Verschwörung, ja. Denn natürlich würden die nicht zugeben, dass die Pizzeria einen Keller hat. Gut, es gab dann auch jemanden, der ist dann irgendwie bewaffnet da reingestürmt, weil er das geglaubt hat. Also im Prinzip ein Amokläufer und hat dann hat die dann bedroht, die Leute in der Pizzeria, um den Keller zu sehen, ja. Also selbst wenn man sie mit Schusswaffen bedroht, können sie den Keller nicht zeigen, weil diese Pizzeria wirklich keinen Keller hat. Ja, aber egal. In diesem Keller von dieser Pizzeria, der durch böse Verschwörungen vertuscht wurde und den es in Wirklichkeit natürlich gibt, da versteckt sich ein pädophilen Ring, der mit Hillary Clinton zusammenhängt. Als Beweis gibt es fotogeshoppte Fotos und absoluter Schwachsinn, ja. Und weil das so ein Schwachsinn war, hat auch die englische Epoch Times und die chinesischsprachige Epoch Times und die Epoch Times in jeder Sprache, als das passiert war, davor gewarnt, vor Fake News gewarnt. Und am gleichen Tag hat die deutsche Epoch Times dasselbe gemacht, denselben Artikel gebracht, nur genau umgekehrt. Während die englische Epoch Times vor den Fake News gewarnt hat, hat die deutsche Epoch Times die Fake News als wahr berichtet, hat Pizzagate als wahr berichtet, ja, zum selben Zeitpunkt, wo die englische Epoch Times das genaue Gegenteil behauptet hat, ja, und
es ist einfach, ja, das ist nur ein Beispiel, ja. Es ist die ganze Zeit so, ja. Und jetzt komme ich auf eine Sache, ja, was vielleicht auch erklärt, warum ich das anspreche, ja. Weil die englische und die chinesischsprachige Epoch Times, die wurden von Flüchtlingen gegründet. Ja, genauer gesagt von Flüchtlingen aus China, ja, viele davon, die früher vor dem Tiananmen-Massaker geflohen sind, beziehungsweise die eben Studenten waren, die am Tiananmen-Massaker beteiligt waren, also nicht an dem Massaker, sondern die halt, die Studenten waren und die danach eben, von der Polizei gesucht wurden, weil sie eben sich an dieser Studentenbewegung, an dieser Demokratiebewegung beteiligt haben, 89. Und deswegen mussten sie fliehen. Ja, viele dieser Flüchtlinge haben dann eben ihre eigene Zeitung gegründet, als Gegenstück quasi zur chinesischen Propaganda, weil in China gibt es nur staatliche Zeitungen. Deswegen wollten sie eben eine chinesischsprachige Zeitung machen, die nicht staatlich ist, die nicht von der Kommunistischen Partei kontrolliert ist. Und deswegen haben sich eben viele von diesen Menschenrechtsaktivisten, viele chinesischen Flüchtlingen die Überlebenden von den Tiananmen-Massaker, ja, die haben sich eben zusammengetan und eben auch andere Flüchtlinge mittlerweile, ja, viele Falun Gong-Flüchtlinge, ja, also viele Leute, die aus China geflohen sind, weil sie dort verfolgt werden, wegen ihren Glauben. Die haben dann diese Zeitung gegründet. Das heißt, es ist eine Zeitung von Flüchtlingen. Und entsprechend sind natürlich auch die Artikel der englischen und chinesischen Epoch Times, ja, die sprechen sich sehr für Flüchtlinge aus, versuchen eben auch auf die Flüchtlingsproblematik aufmerksam zu machen und auf die Menschenrechtssituation von vielen Flüchtlingen oder beziehungsweise die Menschenrechtssituation in den Herkunftsländern von vielen Flüchtlingen. Also sie sind von Flüchtlingen und sind natürlich sehr sehr positiv Flüchtlingen gegenüber eingestellt. Die Epoch Times Deutschland, ja, die deutsche Epoch Times, hier auch wieder das genaue Gegenteil, ja, weil während die englische und chinesische Epoch Times chinesischen Flüchtlingen gemacht wird, wird die deutsche Epoch Times von Pegida-Anhängern und AfD-Unterstützern gemacht. Ja? Wobei, okay, man muss ein bisschen fair sein. Ja, ich weiß es natürlich nicht. Ja, ich kenne diese Leute natürlich nicht alle. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wirklich alle offiziell jetzt irgendwelche Funktionen in der AfD tatsächlich haben, ja, das würden sie wahrscheinlich nicht zugeben und so weiter, und sicherlich sind es auch nicht alle, ja, sicherlich bei vielen ist es auch einfach nur, wir können damit Geld machen, ja, weil während es den ursprünglichen Gründern der Epoch Times, also ich meine jetzt den chinesischen Flüchtlingen, denen ging es eigentlich beim Gründen der Epoch Times überhaupt nicht um Geld, sondern denen ging es eigentlich bloß darum, ein Gegenstück zu der Propaganda eben aus China zu haben, ja, dass sie eben eine Zeitung haben können, die positiv über Flüchtlinge berichtet, dass sie eine Zeitung haben können, die auf diese Menschenrechtssituation zum Beispiel in China eben aufmerksam macht und so weiter. Das war der Hintergedanke, ja, bei der ursprünglichen Gründung der Epoch Times, ich meine jetzt in Englisch und Chinesisch und so weiter, und viele Jahre später erst wurde es dann von anderen Leuten eben dann auch in Deutschland gegründet, aber das waren überhaupt nicht dieselben Leute, und diese Leute, die es dann in Deutschland gegründet haben, wie gesagt, vielleicht sind es auch nicht alles Pegida oder AfD-Anhänger, aber es ist wirklich so, dass sie halt gemerkt haben, dass sie mit diesen
mit dieser Hetze auf Flüchtlinge, die jetzt mittlerweile ja sehr beliebt ist in Deutschland, dass sie damit auf jeden Fall Leser anziehen. Ja, weil viele Jahre lang war die deutsche Epoch Times völlig unbeachtet. Dann haben sie aber gemerkt, wenn sie auf Flüchtlinge hetzen und im Prinzip genau das Gegenteil machen, was sie eigentlich machen sollten, ja, weil es war ursprünglich ja eine Zeitung von und für Flüchtlinge, ja, und wenn sie einfach das genaue Gegenteil machen und gegen Flüchtlinge hetzen, weil das jetzt hier gerade in Deutschland in ist, dann haben sie gemerkt, bekommen sie viele Leser. Und das macht die deutsche Epoch Times jetzt fleißig. Und damit macht sie genau das Gegenteil eben von dem, was die Epoch Times, die eigentlichen Gründer der Epoch Times sich gedacht haben. Und von dem, was eben die Epoch Times in allen anderen Ländern, in allen anderen Sprachen macht. Ja, und sie hetzen wirklich, also die deutsche Epoch Times hetzt wirklich sehr gegen Flüchtlinge. Ja, sie übernimmt den ganzen Quatsch, ja, eben. Okay, Quatsch ist vielleicht zu viel gesagt. Ja, aber okay, ich persönlich halte es für Quatsch. Ja? Und da ist auch wirklich viel Quatsch dabei. Ich gebe euch dann noch Beispiele. Aber sie übernimmt auf jeden Fall all das eben von Pegida und AfD und alles, was sie sagen und alles, was eben andere, sagen wir mal, eher recht oder eher... oder was eben andere Quellen sagen, ja, und jetzt nicht Quellen von der Epoch Times in anderen Sprachen, sondern, ja, also die haben kaum gleiche Berichte. Wie gesagt, die meisten Berichte der Epoch Times in Englisch sind genau das Gegenteil von den Berichten der Epoch Times in Deutsch. Ja, es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar Sachen, wo sie vielleicht übernommen haben, aber die meisten Sachen hat die deutsche Epoch Times wirklich von AfD, Pegida und derartige Quellen und eben Quellen, die eben sehr gegen Flüchtlinge sind, und von denen übernehmen sie halt fast alle ihre Berichte und hetzen fleißig gegen Flüchtlinge, ja, auch wenn sie vielleicht selber gar nicht unbedingt gegen Flüchtlinge sind, aber sie merken einfach, ja, das gibt Geld, ja. Und was sie vielleicht nicht merken oder was ihnen völlig egal ist, ist, dass sie eigentlich dann total im Widerspruch zu dem stehen, was eigentlich die Motivation hinter der Gründung der Epoch Times ist, und dass sie eigentlich das total in Schmutz ziehen. Ja, und ich habe das auch gerade schon angesprochen. Ja. Ich habe gesagt, die englische und chinesische Epoch Times wurde auch von Falun Gong-Flüchtlingen gegründet. Also von Leuten, die aus China geflohen sind, weil sie dort verfolgt werden, weil sie Falun Gong machen. Also im Prinzip, die Flüchtlinge, die eben aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Deswegen ist die englische Epoch Times solchen Flüchtlingen natürlich auch sehr positiv gegenüber eingestellt. Aber wie gesagt, die deutsche Epoch Times genau das Gegenteil. Und ich habe das sogar mit ein paar Leuten, die ich kenne, weil ich ja selber auch Falun Gong mache, kenne ich ein paar von diesen Flüchtlingen und von diesen, ich sag mal, Falun Gong-Chinesen, welche die englische und chinesische Epoch Times gegründet haben. Und ich habe mit denen gesprochen und habe ihnen das ein bisschen übersetzt, ja, was die deutsche Epoch Times so verzapft, weil die wussten das gar nicht. Und die waren genauso schockiert wie ich haben aber gesagt, dass sie im Prinzip nichts machen können, weil sie keinen direkten Einfluss drauf haben, ja. Also sie haben gesagt, okay, sie versuchen natürlich, was sie machen können, aber es ist halt im Prinzip, ich weiß nicht genau, wie das eigentlich läuft, ja, ob es komplett eine andere Firma ist. Es sind auf jeden Fall komplett andere Leute, welche die deutsche Epoch Times machen, und deswegen haben die keinen direkten Einfluss. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau ist, ob es die gleiche Firma aber ist oder ob es als andere Firma ist. Ich glaube, es ist sogar eine separate Firma, nämlich dass sie die deutsche Epoch Times komplett eine separate Firma
Thema ist und deswegen die ursprüngliche Epoch Times in anderen Ländern da keinen Einfluss mehr drauf hat, weil sie einfach ja quasi den Namen verkauft haben oder sowas. Wobei ich es nicht genau weiß. Ja, ja, auf jeden Fall ist es ein schwieriges Thema und ich finde es schrecklich, wie die deutsche Epoch Times einfach gegen Flüchtlinge hetzt und gegen Leute mit einem religiösen Glauben hetzt und so weiter. Ja, und das ist genau das Gegenteil von dem wie das eigentlich gedacht war oder wie sich das die Falun Gong Flüchtlinge ursprünglich auch gedacht haben. Ja, und deswegen finde ich es auch so schrecklich und deswegen will ich es ansprechen, weil eben viele Leute das nicht richtig verstehen, die denken, hier diese Epoch Times, da stecken Falun Gong Flüchtlinge dahinter, ja, und dann denken die, ja, Falun Gong, das ist wie Pegida und AfD oder sowas. Nein, überhaupt nicht, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern im Gegenteil, ja, Falun Gong lehrt Ehrlichkeit, Mitgefühl und Toleranz. Ja, das sind eigentlich chinesische Begriffe. Ja, es ist Chen Shan Yuan und kann man übersetzen mit Ehrlichkeit im Prinzip. Wobei es auch andere Bedeutungen hat. Ja, manche übersetzen es auch mit Wahrhaftigkeit. Das ist auch richtig. Ja. Denn Shan ist im Prinzip Mitgefühl. Manche übersetzen es auch mit Barmherzigkeit. Und Yuan ist Toleranz. Ja, also es lässt sich wirklich oder wird in der Regel auch mit Toleranz übersetzt, wobei manche andere es eben auch mit Nachsicht übersetzen, ja, aber das ist beides richtig, ja, weil das sind eben so chinesische Begriffe, die haben quasi so mehrere Bedeutungen, aber das ist im Prinzip, ja, was sie bedeuten, ist eigentlich auch relativ offensichtlich und das sind die wichtigsten Prinzipien von Falun Gong und und viele halten jetzt aber quasi die Epoch Times quasi, ja, die denken halt, das wurde eben quasi von Falun Gong gemacht, ja. Wenn es in Wirklichkeit nur von Flüchtlingen gemacht wurden, von chinesischen Flüchtlingen, manche davon waren auch tatsächlich Falun Gong Flüchtlinge, ja, aber das bezieht sich nur auf die englische und chinesische Ausgabe. Die deutsche Ausgabe hat damit überhaupt nichts zu tun und wie gesagt, was die deutsche Ausgabe macht, steht im kompletten Widerspruch auch eben zu den Lehren von Falun Gong, ja, eben von Ehrlichkeit, Mitgefühl und Toleranz und jemand, der wirklich Falun Gong macht, würde nie so eine Propaganda rausgeben. Das ist ja auch irrsinnig, weil, wie gesagt, die meisten, die Falun Gong machen, sind ja selber Flüchtlinge. Warum sollten sie dann gegen Flüchtlinge hetzen? Die würden sich ja selber verleumden. Und genau das ist jetzt nämlich, was die deutsche Epoch Times macht. Ja, sie verleumden nicht sich selber, weil, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, die meisten, die hinter der deutschen Epoch Times stecken, die haben mit Falun Gong überhaupt nichts zu tun, sondern es sind einfach Pegida und AfD-Anhänger, ja. Und dadurch, dass aber viele Leute denken, oh, die Epoch Times wurde von Falun Gong-Flüchtlingen gegründet, ja, und die deutsche Epoch Times jetzt diese ganze Fake News und diese ganze schreckliche Propaganda gegen Flüchtlinge rausbringt, hat das natürlich einen extrem verleumdenden Effekt natürlich auch gegen Falun Gong und gegen Falun Gong-Flüchtlinge. Und das ist denen aber anscheinend total egal. Ich habe auch versucht, mit denen zu reden. Ihr könnt auch mal gucken. Ich habe auch tatsächlich mal selber für die Epoch Times geschrieben, aber das ist schon über 10 Jahre her. Damals gab es diese Probleme alle noch nicht. Deswegen habe ich habe, wie gesagt, jetzt schon seit 10 Jahren nicht mehr und ich würde jetzt für die deutsche Epoch Times sicherlich nichts schreiben. Ja, aber ich ein paar davon kenne ich noch. Ich meine, das hat sich ein bisschen geändert und so.
Und aber ich habe versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, aber die blocken total ab, ja, und es ist denen auch völlig egal, andere Menschen sind denen völlig egal, Falun Gong ist denen völlig egal, und es ist völlig egal, ob sie gegen Falun Gong hetzen oder gegen Flüchtlinge hetzen, und wobei sie natürlich nicht, das muss ich vielleicht erklären, wobei sie natürlich nicht jetzt direkt gegen Falun Gong hetzen, nein, aber sie machen es indirekt, ja, weil sie übernehmen sogar teilweise, ich habe ja gesagt, die englische und chinesische Epoch Times, die wurde eben tatsächlich von Falun Gong Flüchtlingen gegründet, und daher haben sie natürlich auch manche Artikel eben über die Verfolgung von Falun Gong und so weiter, und manchmal übernimmt die deutsche Epoch Times diese Artikel, ja, das heißt, manchmal haben sie auch eben Artikel über Falun Gong und so weiter, und das verstärkt dann natürlich noch den Eindruck der Leute, dass sie denken, da steckt Falun Gong dahinter, ja, und das ist natürlich wunderbar für die chinesische Botschaft und für die chinesischen Medien, weil die sind ja fleißig dabei, Falun Gong zu verfolgen. Beziehungsweise natürlich die Kommunistische Partei in China verfolgt Falun Gong, aber man kann nicht einfach so jemanden verfolgen. Bevor man jemanden verfolgt, muss man den erst verleumden, ja. Und daher ist das natürlich wunderbar, ja, für die chinesische Botschaft und für die Kommunistische Partei und für die Medien der Kommunistischen Partei, ja, um Falun Gong eben auch in Deutschland zu verleumden. Ja, weil sie es dann nämlich so darstellen könnten, als wäre Falun Gong, das wäre irgendwie, ja, als wären eben alle ihre Feinde, ja, die wären alle böse, und jeder, der gegen Kommunismus ist, der ist automatisch ein AfD-Anhänger und Pegida-Anhänger und Nazi oder weiß der Geier was, ja. Das ist natürlich, was die Kommunistische Partei, so versucht es natürlich die Kommunistische Partei darzustellen, ja. Sie versuchen, jeder, der die Kommunistische Partei kritisiert, wird eben schlecht gemacht. Und das Einfachste ist natürlich zu sagen, ja, AfD, Pegida, Nazi, alles AfD und Pegida sind alles Nazis, und hier Falun Gong ist auch alles Nazis, weil die machen ja diese Zeitung, und das ist voll mit AfD und Pegida Propaganda, und deswegen sind die alles Nazis, und deswegen ist es gut, dass wir diese bösen Nazis in China in Arbeitslager stecken, weil das würde man in Deutschland ja auch machen, ja, wäre sowieso nur eine gute Idee, ja, diese ganzen Nazis zu vergasen oder so, ja. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber so ist das Prinzip in wirklich, ja, also so primitiv ist eigentlich, ja, die Propaganda und die Logik in der Propaganda der Kommunistischen Partei, und so primitiv ist eigentlich auch, ja, auf so einer primitiven und verleumdenden Art funktioniert eben auch die Propaganda der Kommunistischen Partei gegen Falun Gong, und so funktioniert eben auch die Verfolgung von Falun Gong. Die deutsche Epoch Times, ja, also großes Lob, ja, habt ihr sehr viel gemacht, der Kommunistischen Partei zu helfen, Falun Gong zu verleumden und zu verfolgen, ja, ganz toll, ich bin sicher, sind alle stolz auf euch, ja, die Kommunistische Partei ist sicherlich stolz auf euch, mit eurem Gewissen weiß ich nicht, ja, aber ich bin sicher, ihr habt genug Geld, ja, durch diese Fake News und durch diese Clickbait und so weiter, ja, obwohl ihr wisst, dass ihr anderen schadet, ja, ihr wisst, ihr verleumdet religiöse Minderheiten, das macht ihr sowieso sehr gerne in euren Artikeln, ich weiß nicht, wie das mit eurem Gewissen aussieht, aber anscheinend habt ihr dadurch so viel Geld gemacht, dass es reicht, um euch ein neues Gewissen zu kaufen, hoffe ich für euch, ja. Das ist eigentlich alles, was ich dazu noch sagen will.